Salve a tutti. Es ist Montagabend, wir haben den 20. Mai und es ist ziemlich genau 18 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und heute wollte ich mit euch mal den Stenpo 500 durchgehen, den wir uns auch schon länger nicht mehr angeschaut. Auf den allerersten Blick erkennt man also dieses fette Doppeltop hier oben. Der Stenpo 500 hat die 3000 bisher nicht gesehen. Das ist der erste Punkt. Ja, also dieses Doppeltop hat weiterhin Bestand und liegt, um es ganz genau zu sagen, im Moment bei 2955. Der Stenpo hat in den letzten Tagen auch verloren. Ich mache mal den Chart ein bisschen größer, dass wir uns das besser anschauen können. Wir haben hier, ich mache mal das Fadenkreuz raus, wir haben hier die 200-Tage-Linie. Die haben wir seit Dezember ein einziges Mal kurzfristig unterboten. Ist definitiv so eine Art Unterstützung. Die Amerikaner schauen mehr auf die 200-Tage-Linie, als wir das jetzt in Europa tun. Deswegen ist das für die Amis auf jeden Fall eine Unterstützung. Ich finde die Geschichte jetzt hier momentan ziemlich interessant, denn wenn wir dieses Zwischenhoch hier nehmen, jetzt muss Fadenkreuz leider wieder reinmachen, und zwar um die 20-Tage-Linie herum bei 2896, wenn wir darüber rausgehen, dann ist erstmal alles wieder so weit in Ordnung. Natürlich idealerweise mit einem Überbieten von dieser 2956. Aber wenn der Freund es nicht schafft, dann war diese Bewegung hier gegeben und das nur eine Korrektur von dieser Down-Bewegung hier. Und wenn er unter 2800 geht und schließt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er A auf die 200-Tage-Linie aufsetzt, sehr, sehr groß. Aber B, dass er sich mit dieser Unterstützung hier beschäftigt, da gehe ich gleich näher drauf ein, noch größer. Das heißt, er muss jetzt zusehen, dass wir hier keine Trendumkehr haben. Ja, bisher konnte man das gemäß Dow wunderbar schön hochzählen. Aber wenn wir jetzt hier runtergehen, nur eine kurze Korrektur machen, aber eine offensichtliche Korrektur nach oben und das dann unterbieten, unter 2800, dann ist der Freund mal längerfristig angesungen. Es gibt noch eine andere Geschichte, die fand ich also hochinteressant. Das habe ich vorhin auch gerade mal genau rausgefunden. Das ist das hier. Wir haben hier die ganz normalen Fibos. Und dieser Punkt hier bei 2719 verbindet sich ideal mit dem 38,2er Retracement, was wir haben. Das wäre auf jeden Fall, natürlich außer der 200-Tage-Linie bei 2769, wäre dieser Punkt bei 2719 sehr, sehr wichtig. Also da drunter zu fallen, bringt uns irgendwo hier in diesem Bereich runter bis tatsächlich 2600. Von der technischen Geschichte her ist es so, dass der Trendfolger über die gleitenden Durchschnitte 10 und 20-Tage-Linie ist negativ, ja. Widerstand ist die 2895, die 20-Tage-Linie. Die Bänder gehen zwar auf, aber es ist jetzt nicht so gravierend, wie jetzt zum Beispiel hier, wie wir das da hatten. Von daher ist es nur eine ganz normale, der handelsüblichen Volatilität geschuldeten Bewegung. Das MACD ist noch immer negativ. Also da ist es jetzt wirklich ganz, ganz leicht gestiegen aufgrund von dieser Bewegung hier. Aber meines Erachtens auch in keiner Weise vertrauenserweckend. Die Stochastik, der Oszillator, ist bei mir im neutralen Bereich. Auch wenn er hier mal unter der 20 war und gestiegen ist, fein. Aber er ist im neutralen Bereich und er bewegt sich nicht wirklich weg. Also ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, dass dieses Doppeltop, was wir haben, bei 2956, dass das nachhaltigen Bestand haben wird. Negativ, auch für kurzfristige Trader, werden wir unter 2800. Wenn also jemand der Meinung ist, der Markt wird trotzdem hochdrehen und vielleicht machen wir sogar ein neues All-Time-High, möchte ich trotzdem dazu raten, einen Schein zu nehmen, der unterhalb der 2800, unterhalb von diesem Punkt hier liegt. Das, was ich gefunden habe, ist von Goldman Sachs ein 2279,30er Schein. Das ist lediglich ein Hebel von 5. Aber wieso nicht? Warum nicht? Die Kennnummer, die dieser Schein hat, ist die GD3KX5. GD3KX5. Das ist eine Möglichkeit. Schauen wir uns mal Puts an. Und ich bin der Meinung, dass die Basis eines Puts oberhalb von diesem Doppeltop liegen sollte, also oberhalb von 2956. Aber es muss nicht viel weiter dahinter liegen. Ich habe den hier gefunden.
2968,99 ändert sich ja jeden Tag nach unten. Es ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GD7S4Y. Das war der Schein, der bei mir in Frage käme, wenn wir hier drunter gehen. Sollten wir das schaffen, relativ schnell hier unter die 2800 zu gehen, bin ich auch bereit, die Basis nicht hier oben anzulegen, sondern schon tiefer hinter der 20-Tage-Linie, wären sie im Moment im Bereich so 2910. Da müssen wir gucken, wie wir das machen, wann, welchen Weg der Freund sich hier erlaubt zu nehmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.